Eine deutsche Soldatenuniform. Die Uniform hat zwar nicht ganz meine Größe, aber Moment mal, was ist denn da in den Taschen? Auf dem Tonband ist ein Mitschnitt des Verhörs. Eine deutsche Soldatenuniform. Der Schlüsselbund des deutschen Soldaten. Perfekt. Der kleinste Schlüssel passt und öffnet die Handschellen. Thomas, lass uns verschwinden. Kannst du gehen? Naja, etwas wackelig auf den Beinen bin ich doch noch. Dann wartest du besser hier auf mich, bis ich eine Fluchtmöglichkeit gefunden habe. Ich sollte mich mal bei den LKW umsehen. Vielleicht bietet sich dort eine Möglichkeit, Thomas hier rauszubekommen. Ich ziehe jetzt die Uniform an, dann habe ich bessere Chancen, unentdeckt zu bleiben. Genauso einer steht vor dem Tor. Thomas wartet im Zelt, bis ich einen Fluchtweg entdeckt habe. Ja, ich werde versuchen, mit Thomas hier rauszufahren. Ich hole ihn und verstecke ihn auf der Ladefläche. Wenn wir bis zum Tor durchkommen, können wir es schaffen. So, Thomas versteckt sich auf der Ladefläche. Wenn meine Glückssträhne anhält, steckt der Zündschlüssel im Schloss. Hey, was treibst du da, Bursche? Noch ein Kranker, oder? Das Wetter hier ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich bin auch die ganze Zeit erkältet. Ja, kann kaum sprechen. Lass gut sein, schon deine Stimme. Wolltest wohl rauf zum Kloster, was? Mhm. Haben die Jungs von oben wieder ein LKW bestellt? Um diese Zeit noch? Ich hab diesen Deppen schon 100 Mal erklärt, dass ich so kurz vor der Dämmerung keinen Konvoi mehr hochfahren lasse. Die sollen sich gefälligst an die Regeln halten. Nach 1600 verlässt kein LKW mehr die Basis. Es sei denn, im Kloster wurde eine Fundsache von höchster Priorität gemacht. Worum geht's denn überhaupt? Was soll denn so dringend abgeholt werden? Tja. Was haben Sie denn per Funk übermittelt? Also ich brauche sowieso das vollständig ausgefüllte Einsatzanforderungsformular. Lass dir das im Funkraum ausstellen. Wenn die Fundstücke von besonderer Wichtigkeit sind, schicke ich dich mit dem LKW nach oben. Du findest mich in meiner Baracke. Aber komm nur wieder, wenn es wirklich bedeutende Fundstücke sind. Ansonsten wird das Zeug erst morgen abgeholt. Na schön. Funkraum, Formular und wichtiges Fundstück. Auf geht's. Verschlossen. Der letzte hat gepasst. Die Tür ist jetzt offen. So ein Glück, keiner da. Da liegt ein Bleistift auf dem Boden. Ich habe noch nie so viele verschiedene Formulare gesehen. Hätte nie gedacht, dass die Deutschen solche Bürokraten sind. Die hier sehen aus wie die Sondereinsatzformulare, von denen die Wache gesprochen hat. Ich nehme mal eins mit. Auf dieser Liste stehen Bezeichnungen von heiligen asiatischen Artefakten. Offenbar suchen die Deutschen in einem nahegelegenen Kloster nach ihnen. Ich lasse die Liste besser da hängen. Ein Tonbandgerät mit Magnetbändern. Diese Expedition hier ist wirklich topmodern ausgerüstet. Mal hören, was da drauf ist.
Ich habe den Gefangenen nach 2 Stunden Musikbeschallung wieder nach dem Objekt mit der Codenummer 28 gefragt. Er bleibt aber bei seiner Aussage, den Namen des gesuchten Objekts noch nie gehört zu haben. Die enorme Bedeutung des Objekts für den Fortschritt unseres Projekts macht weitere Verhörmaßnahmen erforderlich. Objekt 28? Und welches Projekt meint er? Ich habe den Gefangenen. Er bleibt die in. Auf dieser Liste stehen Bezeichnungen von Heiligen. Ich lasse die Liste besser da hängen. Na schön, welches der Objekte von dieser Liste ist wohl so bedeutend, dass mir die Wache die Sonderfahrt zum Kloster genehmigt? Ein deutscher Soldat. Hier, das Formular. Was? Teufel, das ist ja ein Fund. Frau Gräfin wird begeistert sein. Los, was stehst du hier noch rum? Starte den LKW und fahr nach oben. Zu Befehl. Noch höher hinauf kommt man mit dem LKW nicht. Von hier aus geht's nur zu Fuß weiter. Und wie weit ist das noch bis zum Kloster? Vielleicht 800, maximal 1000 Meter. Der Abzweig zum Seiteneingang liegt linke Hand auf halbem Weg. Okay, du fährst jetzt mit Kim den Pass runter. Versucht euch zur indischen Grenze durchzuschlagen und kontaktiert von dort. Hallo? Ja? Das ist einer deiner schlechten Scherze, oder? Wie meinst du das? Du schickst mich mit einem wildfremden Mann weg? Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Kim, ich kenne Thomas seit vielen Jahren. Ich vertraue ihm. Und das kannst du auch. Darum geht's gar nicht. Überleg doch mal, du brauchst meine Hilfe. Wo wärst du denn jetzt ohne mich? Kim. Ohne die Übersetzung der Aufzeichnungen meines Onkels würden dir entscheidende Informationen fehlen, oder? Das bestreite ich ja auch nicht. Aber ich denke trotzdem, dass ich ab jetzt besser alleine... Oh, stimmt ja, ich vergaß. Du bist ja auch ganz alleine und ohne jegliche Hilfe in das Lager der Deutschen eingedrungen. Na schön, da hast du meinen Hintern gerettet. Wolltest du das von mir hören? Ja, und darum bleibe ich auch weiterhin an deiner Seite, statt mit deinem Freund abzuhauen. Verzeihung, das geht nicht gegen sie. Schon gut. In 3 Teufelsnamen, dann bleib lieber bei mir, ehe du die ganzen Deutschen hier zusammenschreist. Aber ich warne dich. Das hier ist keine lustige Bergtour, sondern eine Rettungsmission. Du tust, was ich dir sage, bleibst immer in meiner Nähe und schreist gefälligst nicht rum. Okay. Also dann machst du dich jetzt besser auf den Weg, Thomas. Ja, viel Glück euch beiden. Wenn ich nur in besserer Verfassung wäre, könnte ich euch begleiten. Aber ihr schafft das schon. Irgendwie. Ich schlag mich nach Nordindien durch und kontaktiere von dort aus Lord Weston in Hongkong. Viel Glück, Thomas. Auf dem oberen Schild steht Kloster. Das nächste zeigt hinunter ins Tal zum Lager. Die unteren beiden zeigen nach Westen, Berlin und Venedig? Die Schilder sind festgenagelt. Ich möchte nicht behaupten, dass es prinzipiell unmöglich ist, aber mit bloßen Händen bekomme ich die sicher nicht ab. Dieses Ding entpuppt sich tatsächlich als Universalwerkzeug. Ich konnte die Nägel damit spielend leicht aus dem Pfosten hebeln. Und nun sind die Schilder mein. Die stammen von den LKW aus dem Lager.
Da man nicht näher ans Kloster fahren kann, müssen die Deutschen ihr Material hier umladen und per Lift nach oben transportieren. Eine hydraulische Hebebühne. Die Deutschen können mit den LKW bis an diese Plattform heranfahren und selbst schwere Ausrüstungsgegenstände oben in die Körbe des Lifts packen. Mit diesem Hebel kann man vermutlich die Hebebühne nach oben zu den Lastenkörben bewegen. Logisch. Mit dem Hebel pumpt man Öl in die hydraulische Mechanik und die Plattform wird nach oben zum Lastenkorb bewegt. Aber was nützt es, wenn die Plattform nach oben fährt und ich hier unten stehe? Du, Kim. Ja? Jetzt sei doch bitte nicht mehr sauer. Ich mach mir doch nur Sorgen um dich. Ich bin aber kein kleines Kind mehr und brauch keinen Aufpasser. Außerdem bin ich doch gar nicht sauer. Nein, ich stehe brav hier, rühr mich nicht vom Fleck und warte auf deine Anweisungen, wie du es mir befohlen hast. Na gut, dann hör mal. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ach, sieh mal einer an. Tatsächlich? Könntest du jetzt endlich mal damit aufhören, bitte? Wir sollten uns lieber etwas beeilen, wenn wir Richard helfen wollen. Na schön, womit kann ich dienen? Dort drüben an dem Lift hängt ein Lastenkorb. Vielleicht ist da ja was Nützliches drin. Allein komme ich aber nicht dran. Räuberleiter? Nicht nötig. Siehst du die Hebebühne direkt darunter? Wenn du dich da drauf stellst, bringe ich dich hoch zum Korb. Zu Befehl! Also schön. Achtung, Kim, los geht's. Reicht, ich komme jetzt an das Zeug ran. Hier, zwei lange Bretter und ein Päckchen mit irgendeinem weißen Pulver. Naja, nicht gerade eine tolle Ausbeute. Bitte, gern geschehen. Dann stelle ich mich mal schnell wieder dorthin, wo ich den Meister nicht bei seiner Arbeit störe. Ein Dieselmotor, der den Lift antreibt. Selbst wenn ich daran käme, wäre es nicht ratsam, den Lift in Betrieb zu nehmen. Mit Sicherheit würde ein Trupp aus dem Kloster kommen und nach dem Rechten schauen. Na gut, Kim. Gehen wir hoch zum Kloster. Na schön, was immer du sagst. Hier muss es sein. Schaufenden, dort ist der geheime Eingang. Nun ja, so geheim ist er wohl leider nicht mehr. Wie du siehst, haben die Deutschen die Brücke komplett vermint. Und was machen wir jetzt? Kannst du die Minen entschärfen? Ja. Psst, sei still. Und? Irgendwelche Vorkommnisse heute? Oder besondere Instruktionen? Nein, es gab nichts Außergewöhnliches. Wir konnten den Eingang zur Kammer immer noch nicht öffnen. Morgen wird vielleicht gesprengt. Na, endlich. Das zögerliche Vorgehen der Gräfin kam mir schon merkwürdig vor. So kennt man sie gar nicht. Dass du nicht kapierst, was wir hier vor uns haben, wundert mich nicht. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn wir auch nur ein Detail übersehen oder etwas Unersetzliches zerstören, kann das zum Scheitern unserer Mission führen. Drauf geschissen. Ich bin froh, wenn das Ganze endlich vorbei ist und wir wieder zurück in die Heimat können. Ich hasse nämlich den Winter und ich hasse Berge. Und Nachtwachen hasse ich am meisten. Tja, hättest du dich beim Eignungstest nicht so blöd angestellt, wärst du vielleicht auch beim Erkundungstrupp gelandet und müsstest jetzt nicht Nachtwache halten. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe. Dann mal eine angenehme Nacht. Wir gehen zurück ins Lager. Keine Sorge, Otto und ich grillen uns da ein paar saftige Koteletts hier über dem Feuer und machen es uns richtig gemütlich. Aber vergesst Siegfried nicht. Der arme Hund hat heute den ganzen Tag noch nichts zu fressen bekommen. Ja, bis morgen. Gut,
Die meisten Soldaten scheinen nachts zurück ins Lager zu gehen. Wenn wir Glück haben, schieben nur die beiden Kerle dort drüben Wache. Aber wie willst du da reinkommen? Vielleicht erinnerst du dich, der einzige Weg zum Seiteneingang scheint über diese komplett verminte Brücke zu führen. Keine Bange, mir wird schon was einfallen. Davon bin ich überzeugt. Diese dünnen Drähte sind mit den Zündern der Granaten verbunden. Wenn mir mal wieder nach Sterben zumute sein sollte, ziehe ich diese Aktion vielleicht in Betracht. Bis dahin lasse ich aber die Finger von diesen Drähten. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wie? Ach, diese Granaten hier. Ich habe gerade festgestellt, dass sie mit Giftgas gefüllt sind. Und ist das gut? Seit wann ist Giftgas was Gutes? Ich meine, ob du die besser entschärfen kannst als andere. Nein, kann ich nicht. Außerdem fehlt mir dazu das passende Werkzeug. Was ist denn dann so merkwürdig an den Dingern? Nun, eigentlich gar nichts, wenn ich genau darüber nachdenke. Im Gegenteil, es ist durchaus logisch. Zum einen wird beim Auslösen der Falle die Brücke nicht zerstört, sodass man sie weiter als Zugang nutzen kann. Zum anderen ist das Kloster umgeben von steilen Abhängen, auf denen meterhoch Schnee liegt. Eine heftige Explosion würde eine Lawine auslösen, die das gesamte Kloster unter sich begräbt. Du siehst, es ist durchaus verständlich, dass die Deutschen hier Giftgasgranaten statt Sprengfallen einsetzen. Und hilft uns diese Erkenntnis in irgendeiner Weise weiter? Das nicht, aber... Was soll dann diese sinnlose Diskussion? Lass dir gefälligst was einfallen! Bleib ruhig, Fenton. Gott bewahre, ohne geeignetes Werkzeug und Schutzausrüstung fasse ich die nicht an. Dort wurde eine Drachenfigur aus der Felswand gehauen. Zum Glück ist der Vogel, der dieses Nest gebaut hat, nicht zu sehen. Er muss riesig sein. Vielleicht ein Adler oder ein Schneegeier. Das Haupttor wird von zwei deutschen Soldaten bewacht. Das muss der Seiteneingang sein, den Thomas erwähnt hat. Die Brücke ist der einzige Weg über diese Schlucht, aber leider auch unpassierbar. Deshalb können wir die Tür im Moment nicht erreichen. Schluchten, Felsspalten, Abgründe. Unsere treuen Begleiter in Tibet. Bis zur anderen Seite sind es weniger als 4 Meter. Weit mehr Respekt flößt mir jedoch der Abstand zum Boden der Schlucht ein. Von waghalsigen Sprungversuchen möchte ich daher absehen. Der Fuß des Drachen bildet einen kleinen Vorsprung an der Felswand. Die Bohlen sind nicht lang genug, um sie über die Schlucht zu legen. Sie reichen beide jeweils nur bis zur Mitte. Dort in der Mitte ist ein Spalt, durch den Regen oder Schmelzwasser von der Brücke abfließen kann. Ja, bis dahin sollten die Bohlen reichen. Ich lege eine mal hier auf den Boden und stecke sie dort drüben in den Abflussschlitz der Brücke.
Perfekt. Jetzt kann ich die andere Seite erreichen. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Eine Gebetsmühle aus Metall mit eingravierten Texten. Leider kann ich nichts davon übersetzen. Sie lässt sich nicht mehr drehen, ist vielleicht verklemmt oder eingefroren, aber komisch. Das Metall fühlt sich irgendwie sonderbar an. Die Gebetsmühle ist handwarm, so als wäre darin irgendeine Wärmequelle. Grundsätzlich kann ich die Schändung religiösen Kulturguts natürlich nicht gutheißen, aber in besonderen Situationen sollte man seine Prinzipien überdenken. Vielleicht brauche ich dieses Ding ja später mal. Potzblitz, was war das denn? Die Gebetsmühle hat anscheinend eine starke magnetische Wirkung, aber der verdammte Zelthering ist doch aus Aluminium und dürfte eigentlich nicht von einem Magneten angezogen werden. So, geschafft. Hab sie. Merkwürdig. Die metallische Oberfläche der Gebetsmühle ist trotz der Eiseskälte handwarm. Außerdem zieht sie auch andere Metalle als Eisen, Nickel oder Kobalt an. Sie kann also kein gewöhnlicher Magnet sein. Ein dünner, gerader Spalt. Irgendwie zu gerade, um natürlichen Ursprungs zu sein. Ich bekomme nicht mal die Fingerspitzen dazwischen. Der Spalt ist viel zu eng. Wenn ich aber hier gegen die Wand klopfe, klingt es dahinter hohl. Die Spitze des Herings eignet sich vielleicht als Keil. Ich versuche mal damit, den Spalt zu vergrößern oder den Hohlraum zu öffnen. Sieh an. Was haben wir denn hier? Das Holzrad ist auf einer Achse gelagert und mit einer Seilwinde verbunden. Außerdem befindet sich eine längliche Vertiefung im Rad. Es bewegt sich kaum. Ich kann auch nirgends vernünftig zufassen, um mit aller Kraft zu ziehen oder zu drücken. Vielleicht passt eins der Schilder in die Vertiefung auf dem Holzrad. Perfekt. Die Spitze des Schildes passt genau. Es sitzt jetzt sogar ziemlich fest und gibt einen handlichen Griff ab. Könnte funktionieren. Mit dem fest in der Vertiefung steckenden Holzschild habe ich nun einen stabilen Griff. Na prima. Ein Stück konnte ich das Rad schon drehen. Jetzt ist das Holzschild allerdings so weit hinter der unteren Abdeckung verschwunden, dass ich nicht weitermachen kann. Die Tür ist noch nicht vollständig geöffnet und könnte wieder zufallen, wenn wir versuchen, jetzt schon hindurchzukriechen. Mit Hilfe des provisorischen Griffs konnte ich das Rad so weit drehen, bis der Griff hinter der Abdeckung verschwunden und eine weitere Vertiefung auf dem Rad zum Vorschein gekommen ist. Gut, ich stecke auch in diese Vertiefung ein Holzschild. Und ein weiterer Griff wird platziert. So, das ist das letzte Schild. Perfekt. Das erste Schild hat eine komplette Runde hinter sich.
Das Rad ist endlich wieder voll funktionsfähig. Wir müssen leise sein. Ach, wirklich? Ich meine noch leiser als bisher. Da unten liegt ein Hund. Er bewacht wohl nachts diesen Teil des Klosters. Du hast mich überzeugt. Ich bin mucksmäuschenstill. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Das muss der Innenhof sein, den Thomas beschrieben hat. Demnach befindet sich der Zugang zur geheimen Kammer dort in der westlichen Wand. Und was nun? Wie gehabt. Du rührst dich nicht vom Fleck und ich denk mir was aus. Wiederherr wünschen.